Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Preise den Herren für importierte Wein. Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu... Und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne. Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ah.
Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo. Gott segne, Fatzke. Darum hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Und wie geht es, Mrs. Rogers, heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Schande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest. Gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe,
Verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Leave me be, I'm no soldier. He's Amanda, der Italiener, der war's. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika.